Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Rollenspiel- und Strategiespielfreunde da draußen. Wir sind immer noch hier unterwegs mit unserer Gräfin, der arroganten Dame, die jetzt komischerweise Alchemistenklamotten anhat in King's Bounty. So, und wir sind in einem, sie nennen es Keller. Das ist eher ein Gewölbe. So, ich, der große König Maximus, also der Alte schon wieder, der das hier verbockt hat, führte im 8. Jahr nach meiner Thronbesteigung und nach der Eroberung von Kai Ethern einen erfolgreichen Feldzug in die Lande des von Frostgard. In einer blutigen Schlacht unterwarf ich die rebellischen Zwerge und eroberte Jarnhall. Das Bergvolk ergab sich der Krone Nostrias. Diese gemeißelte Tafel dient der Erinnerung an die glorreichen Schlachten und die Männer, die ihr Leben für den unübergeordneten Ruhm der Krone des Volkes gaben. Okay, also halten wir mal fest, der König Maximus hat ja de facto im Grunde eigentlich alles verbrochen. Der hat also quasi andere Völker unterjocht. Die waren natürlich darüber nicht glücklich. Und daraus entstand dann quasi ein Rassismus der Menschen gegenüber den anderen, der vielleicht vorher auch schon da gewesen ist, aber er wurde zumindest wahrscheinlich nicht verbessert, weil die sich natürlich zickig gegeben haben. Ich kann ihre Zickigkeit ehrlich gesagt irgendwo nachvollziehen. So, gucken wir mal. Wir finden hier noch mehr Loot. Loot tut gut. Ach, jetzt sind wir hier. Now I just need to find the door it fits. Ja, das ist doch schon mal praktisch. Und was ist das? Eine Schriftrolle? Orphan, meine einfältige Schwester. Ich habe aus einem alten Dokument... Wisst ihr, ich finde das übrigens schon mal interessant, weil man... Orphan, war das nicht die Bezeichnung für jemand, der ein Waisenkind ist? Ja, Waisenkind. Habe ich gerade eben nochmal gegoogelt. Ich finde es bedenklich, wenn deine eigenen Eltern dir den Namen Orphan geben. Das ist fast so, als ob sie dir was ankündigen wollen würden. Ich habe aus einem alten Dokument erfahren, dass Maximus, als er von 300 Jahren König war, ein riesiges Gewölbe ausheben ließ. Ich glaube, du hast es gefunden, weil dein Zettel liegt hier. Der Ort hatte sogar einen ausgefallenen Namen. Maximus riesige Untergrundkammer. Sie verschlang eine Menge Gold. Man schaffte für den Bau sogar gefangene Zwerge vom Kontinent heran. Was denkt ihr, was das war das Ergebnis? Wie das bei den Königen üblicherweise so der Fall ist, verlief das Projekt im Sande. Es wurde nicht zu Maximus Lebzeiten fertiggestellt und als sein nichtsnutziger Sohn Kormod den Thron bestiegen hatte, rebellierten die Zwerge. Einige Kammern stürzten ein, der Rest wurde zugemauert und vergessen. Ich habe jedoch herausgefunden, dass ein großer Teil der königlichen Kammer immer noch intakt ist. Außerdem muss man sich nicht in den Palast schleichen, um sie zu erreichen, denn der Zugang kann über den Marktplatz erfolgen. Ich glaube, den haben wir gefunden. Mein Vertrauter wird das dazu nötige Haus erwerben. Okay, während ich euch den Rest anvertraue, wäre es nicht eine großartige Nummer, unser Treffen direkt unter dem Hinterteil seiner Majestät abzuhalten? Ergebens Bruder Serpent. Das klingt schon nach Gift. Bruder Serpent. Klingt schon so, als ob sie nichts Gutes mit diesem Besuch beim König vorhatten. Let's go take a look around. What are you fiddling with? This cursed thing won't open. Just press harder. Not much. Papers. Oh. Notes. Ah! Ja. Come on. Come here, you bony bastard. Ja, das hast du ja toll hingekriegt. In dem Moment, wo, der Zom bot jetzt hier fröhlich rum. Ja, also es war sehr schlau von ihm, den Nahkampf zu suchen, wenn man schon weiß, dass da ein Skelettbogenschütze ist. Okay, wir sind, glaube ich, vorbereitet. Gehen wir mal rein. Also, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob unsere Armee das hier wuppt, ne? Oh, das sieht schon mal interessant aus. Also als allererstes packe ich dich schon mal dahin. Das sind ja schon Zombies. Oh Gott, ey, wie die aussehen. Die sind ja voll motiviert. Ein Skelettriese? Okay. Dich packe ich dahin, weil die Zombies hier ansonsten ein Problem darstellen. Jetzt wäre es gut zu wissen, was diese Viecher eigentlich können, ne? Lichtgeister. Machen auf jeden Fall auch Nahkampf. 44 bis da. Ne, wisst ihr was? Wir machen das so. Okay.
Fangen wir einfach mal an. Wer ist denn zuerst dran? Der Lichtgeist. Der Lichtgeist kann hier eine Fähigkeit benutzen, die heißt geringfügig entzaubern. Das geht aber auf diese Viecher nicht, okay. Oh, ich sehe gerade eben, dass der da schon ordentlich Damage bekommt. Ich will eigentlich gar nicht, dass der... Ich warte gerade eben nochmal. Ich will nicht hier in diese Falle reinlaufen, ne? Von drei Seiten angegriffen werden. Ich will eigentlich, dass er in meine Falle reinläuft. So, wer ist das jetzt hier, der jetzt dran ist? Er ist jetzt dran. Ah ne, sie sind dran. Oh, wie praktisch. Das macht richtig fett Schaden bei denen. Also benutzen wir es. So, jetzt können wir auch mal einen Zauber benutzen, wo wir gerade eben dabei sind. Lebendiges Feuer. Ne, ich will mal die innere Flamme mal. Ne, innere Flamme? Stärkungszauber. Ne, ich will den Feuerstrahl Stufe 2 mal checken. Boah, haut der rein jetzt. Also das könnte die ja einfach killen. Aber ich will natürlich auch noch, dass sie ein bisschen brennen. Das hat einfach mal drei von ihnen gegrillt. Was? Wer ist jetzt dran? Okay, der da. Der ist jetzt dran. Der kann sehr, sehr gut mit denen hier verfahren. Dann gehst du dahin. So. Das lief ganz brauchbar. Jetzt sind die Schwertkämpfer dran. Die sind extrem schlecht, wie ich gerade eben sehe, gegen die Zombies. Was ist das für ein Skill? Der Wuchtangriff. Der ändert aber auch echt nicht viel. Nee, ich halte einfach mal die Stellung. Ich halte mit denen einfach die Stellung. Die Speerkämpfer, die sind ähnlich schlecht. Also ich kann auf jeden Fall die jetzt hier killen. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann schlagen die nämlich auch vielleicht nicht zurück. Jawohl. Die brennen, da fällt leider keiner um. Aber da fallen jetzt zwei um, das gefällt mir. Jetzt kommen die Zombies hier an und greifen die an. Da fand eine Vergiftung statt. Also man merkt, die sind in der Verteidigung. Oh, 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 oh. Auweia. Ich möchte an dieser Stelle betonen, wie ungünstig ich das finde, was hier gerade passiert ist. Ich kann den hier nicht... Kann ich hier irgendwie was zaubern? Geringfügiges Entzaubern, das geht sogar. Ich glaube, weil da ein Gift drauf ist. Ich hoffe, dass das Gift dadurch jetzt hier runter ist. Ihm bleibe ich jetzt einfach hier stehen, genau. Oder... Ja, er kann ja nichts mehr machen. Ne, ich bleibe einfach hier stehen. So, du kannst jetzt hier theoretisch heilen oder einfach draufhalten. Ich denke, ich will erstmal hier supporten. Weil der macht es hier nicht mehr lange. Und ich möchte hier definitiv nochmal eine Marke setzen. Die Zombies sind ja viel schlimmer, als ich es erwartet habe. Ich habe halt echt gedacht, die wären so Billo. Das würde ja ganz schön Arbeit werden, die hier alle zu leveln. So, jetzt ist er wieder dran. Hat ja gar keine Chance gegen den. Ja, dann lauf doch einfach mal weg. Dinge, die mich gar nicht begeistern. Wer ist denn das? Wer ist denn gerade dran? Ist es immer noch er? Okay, es war wirklich immer noch er. Ja, also ich mache mir gerade echt Sorgen um die Jungs da, ne? Ich kann auch nichts machen. Die werden jetzt ziemlich safe drauf gehen, wenn der hier nochmal angreift. Wie soll ich die denn die jemals am Leben erhalten? Okay, der ist jetzt immerhin weg, es ist nur noch der da da. Okay, die leben noch.
kann ich jetzt wieder? Ich kann wieder Feuerstrahl. Dann hat der hoffentlich noch mal ein bisschen was von seinem Leben. Du gehst da drüben hin. Außenrum. Kann sogar noch mal. Nee, kann er nicht. Er kann gerade eben leider nichts mehr tun. Okay, wer ist jetzt drin? Ich könnte heilen oder schießen, aber ich glaube, der überlebt das sowieso nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich probiere es halt einfach mal, ne? Soll keiner gesagt haben, ich habe nicht versucht, sie am Leben zu erhalten. Hätte es vielleicht früher machen sollen. Die hat leider überhaupt keine besondere Fähigkeit. Also wirklich gar keine. Tja. Ganz schreckliche Idee. Der hat immer nochmal für 30 Schaden gebrannt, aber ich glaube, es killt er ihn, oder? Ja, der killt ihn. Ah, ärgerlich. Meine armen Speerträger, die sind teuer, Mann. Du gehst dahin. Du kannst leider nichts machen, aber ich kann ja nochmal zaubern. Heilen bringt es jetzt gerade eben wahrscheinlich nicht so richtig, oder? Ja, der ist halt ein bisschen angehittet, aber ansonsten nix. Nochmal da rein. Steinhaut. Nee. Feuerstrahl. Ach, das sind meine häufig verwendeten, meine Lieblingshaut. Wehrlos. Würde seine Rüstung reduzieren. Wie groß ist seine Rüstung? 10%. Rockt mich jetzt nicht so richtig. Nee, ganz im Ernst. Ich glaube, ich verpasse dem einfach nochmal einen weiteren Flammenstrahl. Weil das haut rein. Das ist das Beste, was ich gerade tun kann. Und du? Ich beenden wir hier gerade. Du kannst ein bisschen noch extra Schaden machen. Immer noch mal 60 Magieschaden. Ihr macht garantiert nichts. Und du machst garantiert hier auch nichts. Außer rangehen und das hier einsammeln. Nochmal für 26 gebrannt. Okay, und er hat ihn jetzt besiegt. Sehr gut. Uiuiui. Das ist echt ärgerlich, dass ich da so eine Unit verloren habe. Okay, den hier kann ich jetzt immerhin hier wieder aufheilen. Der ist halt weg. Ne, was willst du machen? Wir haben auch ein Level-Up bekommen. Und was ist das hier? Gürtel des Heilers. Nehme ich. So, gucken wir erstmal, was wir jetzt hier haben. Also bis jetzt haben wir so einen Billo-Gürtel, Gürtel des Arbeiters. Dann nehmen wir jetzt natürlich auf jeden Fall den Gürtel des Heilers. Und dann gucken wir in die Talente. Wir haben wieder zwei Talentpunkte. Ich kann übrigens erst in diese nächste Stufe gehen, wie ihr seht hier, um zum Beispiel solche Elementarfähigkeiten zu verbessern. Wenn ich insgesamt schon 8 Punkte hier ausgegeben habe. Jetzt bin ich halt drauf und dran zu sagen, komm, ich möchte jetzt auch noch die Todesmagie lernen. Gibt es irgendetwas anderes, was ich noch lernen will? Belohnung in Beutekisten ist um 5% erhöht. Trophäen, Kampfbelohnung wird um 5% erhöht. Erhöht den verursachten Schaden einer verbündeten Einheit pro verwundeten Soldaten in der Einheit. Okay. Stärke, Gleichgewicht. Die Stärke Einheiten. Ich glaube, ich nehme doch das Disziplin-Gleichgewicht, weil ich so viele Disziplineinheiten da habe. Dann ist der Malus nicht mehr so richtig da, mit dem wir jetzt hier gerade eben die ganze Zeit hier zu kämpfen haben. Ne? Das gleicht sich dadurch jetzt ein bisschen aus. Ich denke, dass ich jetzt hier den Fernkämpfer mit in die Truppe reinnehme. Nachdem ja meine Speerkämpfer gerade eben so fulminant gestorben sind. So, das sind jetzt schon 2 von 3. Ich hoffe, dass ich die nochmal irgendwie verbessern kann. Irgendwann vielleicht. So, wir können jetzt uns erstmal umschauen. Ich habe doch gerade schon gesehen, dass da was ist. Ein Topaz. Wie cool. Der leuchtete mir so entgegen aus mehreren Metern. Liebe meines Lebens, ich bin so aufgeregt, dass den Federkiel
Was? Der Federkiel galoppiert förmlich über das Papier wie ein wildes Pferd. Ich habe die Initiation überstanden. Ich bin nun ein Adept der Eintracht. Ich beschreite nun den Weg der Unsterblichkeit und der ewigen Jugend. Dein Tee. Gut. Ich nehme auch Kaffee, aber Tee ist auch gut. Was ist das da oben? Hier ist tatsächlich rein gar nichts. Nö, überhaupt nichts. Nicht mal ein bisschen was. Okay. Aber dafür ist da unten irgendetwas. Sogar mehrere Sachen. Erstmal die Truhe. Eine Silberstatue. Und ein Brief. Serpent, mein scharfsinniger Bruder. Ich mag einfältig sein, doch ich bin eurer Wegbeschreibung zum Brief gefolgt. Wir beschränkten unsere felsbrechenden Aktivitäten auf die lautesten Markttage. Sofort stießen wir auf Lücken im Steinboden und konnten den Schutt in diesen natürlichen Schächten entsorgen. Für die Drecksarbeit heuerten wir arme Tagelöhner an, bezahlten sie aber fürstlich, damit sie kein Wort über ihre Tätigkeiten verlören. Die Verträge, die wir mit ihnen hatten, wurden ausschließlich mündlich vollzogen, damit niemand uns auf die Schliche kommen würde. Als die Grabungsarbeiten abgeschlossen waren, verwandelten wir sie nach Art der Drachen in wandelnde Untote. Nun bewachen sie unser Gewölbe. Ach ja, Maximus' Untergrundkammer ist über die Maßen prachtvoll. Ich bin sicher, ihr werdet sie mit eigenen Augen sehen wollen. Zumindest falls ihr die Zeit dazu findet, mein fleißiger Bruder. Gruß auf an. Okay. Nach Art der Drachen. Geschwätziger Bruder Finsternis. Das kennen wir schon drei von ihnen. Das Problem, das uns dieser verrückte alte Elf verschafft hat, wurde aus dem Kerker entlassen. Auf Geheiß des Prinzen. Oh, der redet über uns. Dieser Nervensäge, dieses Problem muss sofort und unter allen Umständen gelöst werden. Verraut von der Königsgarde hat uns Gardistenuniformen und das Passwort für die Tore von Batil verschafft. Zu meiner Schande habe ich mich dazu entschieden, Ressourcen zu schonen und einige Tagelöhner loszuschicken, um die Tat zu vollziehen. Ich verstehe jetzt, dass dies ein Fehler war. Ich bitte euch, o weiser Finsternis, versammelt eure besten Assassinen und loyalsten Adepten und begebt euch mit ihnen zum Pass. Alle, die sich dort aufhalten, müssen zum Schweigen gebracht werden. Natürlich, mit eurer Ausnahme, verbrennt diese Notiz, damit unser großes Werk vollendet werden kann. Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass sie absolute Amateure zu sein scheinen. Müssen alle Hindernisse aus unserem Weg geräumt werden. Möge die Leere mit euch schützen. Also gut, sie haben immerhin das jetzt nicht gemacht. Ich weiß jetzt also, dass sie auf mich losgehen. Oh, und das ist ein Sarkophag. Okay, es ist aber leider auch jetzt nicht so mega krasses da drin gewesen. Perfect secret lair. I wish I had one like it myself. Yo. Oh, achso, hier kann man nicht drüber. Schade. Kann ich da wieder hoch? Ja, kann ich. Gut, ich dachte gerade eben schon, ich hänge da jetzt fest. Gut, verlass das Haus der Verschwörer. Also ich bin durch. Ich habe alles gelesen. Ich darf also jetzt wieder hoch ans Tageslicht. Wahnsinn. Bin begeistert. Netten Keller habt ihr da. Führt direkt unter den Hintern eures Thronsaals. Was ich damit sagen will, potenziell ist der König vielleicht am Arsch. wenn man das nicht rausgefunden hätte. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt zu sagen hat. I'll finish searching the house. You, gather your company and pursue to Nebras. Quickly now, before he escapes. I go at once, your grace. We'll crush that bastard. And you, guard, did you not hear my order? I did, dear Horus, but I don't serve you. Oh. To Nebras, how are you here? What crooked business is this? Answer me, now! Later, my friend, please. We are not alone. Aha, okay, ich hab sie erwischt. So, your Horus, your timing is excellent. The guard was busy looking for suspects. Most of all, I needed this one. Tenebros, leader of the Dark Adepts, at your service. Stop playing the fool, Tenebros. Who paid you off?
The Adepts did not sanction your assassination, nor accept any contracts in your name. Yes, we followed you, but to kill you? What for? I assure you, if the Adepts desired your demise, we would never have wasted our energy on such a dubious scheme. Is that your word for it? Scheme? Your assassins slaughtered everyone at the Batil Gates! Not just my assassins. They were brought through to the caves by people in guard uniforms. New uniforms, delivered to guard headquarters only the day before. They entered posing as an escort, and they knew the password. The password entrusted to you and your knights, Horus, and no one else. Enough! If you knew all that, why didn't you intervene? Because this time, dear Horus, you are not the only one who was deceived. By the darkness, if our spies knew what was going on. You just weren't paid enough. Cordon off the area! Leave no stone unturned! Any evidence you discover must be sent to me immediately! You found a thing or two in the basement, yes? If you want to uncover the person behind the assassination attempt, it would be prudent to pass this evidence over to us. Ja, bestimmt. Deswegen hat der König ja auch nur mich angeheuert. Ich bin jetzt schwer verwirrt. Ach, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Tenebros wäre also eine Anarchieentscheidung und das hier wäre eine Ordnungsentscheidung. Ganz im Ernst, die verhalten sich mir gegenüber alle so richtig unhöflich. Warum sollte ich mit euch zusammenarbeiten? Da, du kriegst das Ding. It was wise for you to bring us this note. What kind of person is this Farad? Where can we find him? A knight of the guard, scion of a once prominent family. Now it seems he's in the employ of your enemies. He made this morning for his family's castle, Irok. I must stress that Horus personally granted him leave from the guard. What am I to infer from this tidbit? You should make haste. Farad will be silenced for good, unless you get to him first. He is protected by his own loyal knights, but what of it? Knowledge must ever be earned. If you find yourself in need of advice, I will be waiting for you by the tavern in the lower city. Godspeed. Okay, aber ich rede gleich nochmal mit ihm. By the way, I have one more concern. Let me guess. You don't know the location of Castle Irok. Take Floster Road south. Go past the Second Steel to the bridge across the Aetra. Before crossing the bridge, you will pass the den of Bludgeon, a good friend of ours. If needed, that would be a good place to recruit reliable fighters to aid you against Farad. Do not delay. I'm certain that after questioning Farad, you'll require my advice once more. So, also wie gesagt, ne, also ich habe eigentlich überhaupt keinen Grund, mit diesem Prinzen und mit diesem gesamten Königshofstaat in irgendeiner Art und Weise mehr zusammenzuarbeiten, als es nötig ist. Und die Wache da drin hat sich halt einfach mal als einfach nur, Entschuldigung, strunzdoof dargestellt, ne? Also finden diesen blöden Schalter nicht, kriegen überhaupt nichts gebacken. Also warum sollte ich mit denen kooperieren? Der sieht wenigstens so aus, als ob er halbwegs wüsste, was er tut. So, das drücke ich ihm jetzt auch noch ins Gesicht. I saw Tenebros receive some sort of note. Was it from the cellar of the house? It's plainly written. The assassins have an accomplice within the royal guard. Huh. But why keep this information from me? Oh, Horus. Don't you see that trusting the guard after all this would be exceedingly naive? Tenebros will use this knowledge in his plots against the royal guard, as well as me personally. Don't you understand? Ich verstehe schon, dass das dich natürlich persönlich trifft. Aber du raffst einfach nicht quasi, dass es hier nicht um dich geht. So, was steht denn hier Schönes? Die Bruderschaft der Eisernen Faust besteht aus ehemaligen Gardeangehörigkeiten und bietet Sicherheit für Handwerker, Händler und alle, die etwas zu verteidigen haben. Okay, nice. Und das hier? Illyrische Hühner von bester Qualität zu verkaufen. Frag nach Galin, dem Händler. Ist das eventuell der? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es der ist, den, für den wir die Hühner sammeln sollen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier draußen erstmal unterwegs. Rick Will, Marcella Floster.
Ich glaube, ich bin hier in der Stadt noch nicht fertig. Wobei das Flüchtlingslager sich ja draußen machen. Schauen wir mal gerade eben nochmal, was die Nebenquests hier angeht. Die unbezahlbaren Hühner. Die sind auch hier. Hä? Nee, ich hab's ja gar nicht aktiviert. Entschuldigung. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich das mit Leertaste hier alles mache. Daran habe ich mich noch gar nicht gewöhnt. So. Gucken wir mal, was diese Chicks hier für uns bedeuten. Ich gehe aber gerade eben nochmal hier den ganzen Klabberadatsch verticken, ne? Wups. Und ich habe übrigens diesen Schlüssel noch nicht. Moment, kann es sein, dass ich da unten vielleicht noch irgendetwas übersehen habe? Gehen wir nochmal rein. Ich habe so das Gefühl, also dieser Schlüssel, den haben wir da unten gefunden. Das heißt, dieser Schlüssel wird für irgendetwas da unten gut sein. Nehme ich zumindest an. Probieren wir es zumindest mal aus. Weil wir haben ja diese eine Tür. Ja, diese Tür! Oh Gott, ich habe sie völlig vergessen. Diese eine Tür, die ich nicht öffnen konnte. Da muss ich ja da hoch. Meine Güte, wie konnte ich die nur vergessen? Ja gut, der Kampf kam dazwischen und so. So, mal schauen. Cozy study. I like it. Ey, ich glaube, hier ziehe ich ein. Das sieht genau stilgerecht aus für eine Magierin. Erstmal Lehmgolem beschwören. Oh, nice. Jede Menge Geld. Was ist das da? Eine Schriftrolle? Noch eine Schriftrolle? Lichtstrahl. Ich, Xandor, beschwöre dich im Namen von Arek bei der Macht von Grayskull. Der 8 Divisionen und der 7 Siegel der Weihheit. Der Weihheit, er kann nicht mal Weisheit schreiben. Befehle ich, und darunter die kleingedruckte Schrift, eine Schriftrolle der Beschwörung für die Schüler dritten Grundprinzips kehrt zurück in die Bibliothek. Okay. Habe ich also eine neue Quest aktualisiert. Was liegt darum? Mein guter Bruder Serpent, ich führe meine letzte Nachricht an dieser Stelle fort. Der Wahrsager in der Kathedrale sprach von der Verderbnis und dem Segen. Und wer könnte dieser Segen der angeblichen Erlöser sein? Wen hatte der Wahrsager damit gemeint? Ratet mal, ich werde euch eine Möglichkeit nehmen, alle gewissermaßen ebenbürtig. Es könnte ein Soldat sein, der vor nicht allzu langer Zeit die Kehlen rebellisch Tagelöhner durchschnitt. Oder aber eine schwächelndes Mädchen mit einem Kopf voller romantischem Gedöns. Oder ist es vielleicht eine listige Aristokratin mit einem glühenden Blick? Das ist genau die Beschreibung de facto von den drei Charakteren, die wir spielen können. Nun, dieses Rätsel müsst ihr wohl selbst lösen, Bruder. Es ist wahr, was gesagt wird. Ulogi raubte denen, die er bestrafen möchte, den Verstand. Lustigerweise betrachten die Worte des Elfen nicht den gewünschten Effekt. Die Person, auf die er verwies, wurde umgehend von der Palastwache eingekerkert. Euer ergebenster Donner. Okay, es sind schon mindestens 4. Es sind jetzt schon mindestens 4 derer. So, und ich möchte jetzt hier nicht mehr die Hühner finden. Ich will dieses Geheimnis jetzt hier lüften. Turm der Magier. Keine Ahnung, wo das sein wird. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Und schauen dann mal weiter. Top, 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 top. Ja, sieht schon krass aus. Kein Wunder, dass die Zwerge da gestreikt haben ab einem gewissen Punkt. So. Das ist aber ziemlich weit weg. 600 Meter. Ich glaube, ich mache das mit den Hühnern doch zuerst. Ey, ohne Witz. Ich gehe jetzt halt echt auf Hühnerjagd hier. Das Spiel zeigt mir, dass eines der Hühner hier gar nicht so weit weg sein kann. 30 Meter. Ich habe sogar eines der Hühner gerade gehört. So, was steht da?
kaufe gefälschtes Silber? Keine Fragen. Genau, ich würde sowas auch definitiv einfach mal so hinklatschen. Is that a chick in that barrel? Wer ist denn das? Hey you, townsman. What is that sound coming from that barrel? Cheep, 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 I think it is. A green chick. They're supposed to be worth a bundle. What do you care? I care because a merchant named Gallen is missing a few of these rare chicks. And I've been tasked to find them. You're working for Gallen. That pathetic excuse for a cook. Is he paying you in stew? Tell him his son insulted me. Me, Will Cutter, the pup, ran full into me. If I'd have been holding a drink, I might have spilled it. I took the chick as payment for his bad manners. You're one bold brute. One more word, and you'll wake up face down in a ditch, dead. And no one will touch me either. You want to know why? Ask Centurion Prim. If he's got time to waste on a nobody like you. Wow. Alter Falter, der ist aber drauf. Und die lässt sich das einfach so gefallen. Sie verliert einen Biss, ich sag's euch. Ich glaube, das ist dieser Moment, wo sie einfach gerade eben nur sprachlos war. Was ist mit euch? Just do it, Pops. Take the goods and we're done here. Bludgeon doesn't need no dirty wares. Ich bin halt immer am gucken, ob ich mit denen vielleicht interagieren kann. Both figuratively and literally. Aha, Tenebros ist hier. Not the best location for a meeting. But why? What could be better than pleasant company, a heart-to-heart chat, the latest gossip? Did you know that some time ago a drunken moneylender let slip who murdered the Baron of Kennet? So, what did you discover? Nothing of note. Then I suggest you interrogate Farad as quickly as you're able. Ja, ist ja okay. Ich wollte dich ja nur aus Höflichkeit anlabern. You want a piece of this? Ich laufe jetzt erstmal die Stadt ab. Oh, da kann ich auch Einheiten rekrutieren. Boah, ich bin einfach mal neugierig, was es hier zu rekrutieren gibt, ne? Erstmal so eine gewisse Übersicht verschaffen. Ach, da kann ich jetzt hier so Assassinen mir holen. Und Alter, was bist du denn? Okay. Also, dunkle Geister. Die sehen schon ziemlich tough aus. Haben auch Fernkampfschaden und Nahkampfschaden. Ja, die Skelette kennen wir, die Ghule kennen wir. Skelettbogenschützen kennen wir. Meuchelmörder. Okay. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz mal auf die Werte hier verweisen. Ne? Die untoten Bogenschützen sind bessere Schützen als die lebendigen. Bei wem habt ihr trainiert, ihr Versager? Das ist ja nicht zu fassen, ey. Die Untoten sind halt einfach mal besser. Die sind einfach mal besser. Das Problem ist halt aber auch... Oh, warte mal, ich habe schon 760. Oh, meine Einheitengröße hat sich verbessert. Das ist gut. Wo war denn nochmal diese Kosten... Ich finde es gerade eben einfach nicht. Egal. Also die sind auf jeden Fall ziemlich tough. Das ist einfach bloß so eine... Also ich weiß auch noch nicht, welche Einheit ich nehmen soll. Ne? Ich habe mich sowohl auf das eine so ein bisschen und auf das andere so ein bisschen... Nennen wir es mal nicht spezialisiert. Aber immerhin schon mal dafür gesorgt, dass sie harmonisiert sind. Was ist eigentlich das? Zauberin? Ja genau, das ist meine Hauptskillung. Okay, also jetzt gucken wir mal, ob wir noch mehr solche Rattenschwänze auftun, nur weil wir ein paar Hühner finden wollen. So wie mit dem einen Typen da gerade eben. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt muss ich wohl mit dem da reden. Mit dem Prim. The rabble in this city are getting quite brazen. I'd barely stepped outside the palace when I was accosted by this rude fellow named Cutter.
How long has it been this way? Ever since the king was poisoned and his wise advisors and magistrates took over the country. Though he has his weaknesses, King Claudius is a very stern monarch. While he was in good health, people obeyed his every word, as if it were law, which in fact it is. Now everything is stuck. Every protocol and directive in question. The future vague. Sure, you could place all your hopes in a good king. Or how about dealing with these problems yourself? The last time I tried to deal with Cutter, I was almost sent to Crucis. On a charge of conspiracy to assassinate an assistant magistrate. Tweets, of course. So if you want to deal with a dog, find its master first. Do you see what I mean? But should something unfortunate happen to Cutter, none of the guards would see or hear anything about it. I certainly wouldn't shed any tears for him. Ist das jetzt also mehr oder weniger die offizielle Aufforderung, dass ich ihn erledigen soll? Erledige Hauer und seine Bande oder sprecht mit dem Stadtvogt Tweet. Das ist aber auch wiederum jetzt hier dieser Anarchiepfad, ne? So how much is there? Ich will mich ja momentan noch nicht so richtig festlegen, wenn ich ehrlich bin. Ich will mich noch nicht so richtig festlegen. Sehe ich eigentlich, ob ich irgendwo schon so eine gewisse Gewichtung vorgenommen habe? Also wenn, dann sehe ich es jetzt hier gerade eben nicht. What is he thinking? Na, will ich den Hauer jetzt platt machen? Ich bin gerade wirklich mal überlegen, ey. Also entweder ich werde jetzt ja den Anarchiepfad verfolgen und das heißt quasi, ich finde sein Herrchen. Damit unterminiere ich aber de facto eigentlich weiterhin die Stadt. Was ich eigentlich ganz gut finde. So rein von der Überlegung her. Na komm, wir machen das mal weiter. Oh, wie weit muss ich denn dafür gehen? Oh, da ist übrigens so ein Loot, den ich jetzt vorhin gar nicht gesehen hatte. Und dafür muss ich jetzt hier in ein weiteres Viertel der Stadt gleich gehen, das ich noch gar nicht kenne. Da kann ich nicht durch, obwohl es im ersten Moment so aussah. Grundsätzlich finde ich diesen Hauer ja auch aufgrund der Tatsache, dass ich die Stadtoberin ja nicht so wirklich mag, nicht mal unsympathisch. So, mal gucken. Also. You must be Magistrate Tweet. Ah, can it really be you? Everyone I know is talking about the wonderful trick you played at their Grand Assembly. Well done, very well done indeed. I wonder where you found that elf. He looked every bit like a genuine scryer. If that was a trick, then I'm Ulagi's mother. Your friend Cutter, though, seems quite fond of bad jokes. What are you implying? I am blameless before the law. Cutter, who calls himself your friend, refuses to give up a certain item I need. This Illyrian bird is worth more than that hard-headed thug entirely. On top of that, the chick in question was meant for the royal kitchen, and Prince Adrian in particular. The chick is for Prince Adrian? Why, that changes everything. Of course, I don't want to deprive the prince of his meal. I'll take care of this misunderstanding in a jiffy. I'll send word to Cutter and explain everything. And let me get you something for your trouble. Just a moment. What have I got in my pockets? Warte mal. Jetzt kommt tatsächlich der Moment, oder? Here. Ja. This should reconcile us, and Prince Adrian will enjoy a hearty meal. Everyone is satisfied. Damit habe ich jetzt gerade eben die Entscheidung getroffen, und der hat hier noch mal eine Quest für mich. Wait a moment. As I recall, you were sent by Prince Adrian. Isn't that right? Ja. That depends on what you want. There's this delicate business, and its resolution would serve the interests of the crown. Flavius the Wisecracker is missing. He's no ordinary man, but a courtier acting as an assistant to the king, the prince, and the royal counselor Montier himself. Flavius writes their speeches, you see, and the text of their decrees. That man handles words with the agility of a juggler.
The magistrates find him very useful, indeed. But Flavius has been missing for 3 days now, and I need him urgently. Business of utmost royal importance, I assure you. Gone today, here tomorrow, I'm sure. Creative people, the young ones especially, are prone to wander. He's not particularly young. He recently mentioned he's about to begin his most significant work yet. He spoke of some inconceivable revelations. He seemed agitated as well. He was mumbling something about a swan song, a terrible truth, planning to visit some ancient ruins. I've known Flavius for a long time. Please, find him if you can and bring him back to Marcella. The magistrature will pay you for your trouble, of course. Okay, dann würde ich aber mal sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Das mit dem Hauer. Oh, danke. Machen wir beim nächsten Mal. Bitte nochmal irgendwas. Ja, also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.